Radpause, Kommentar, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bzw. ein Update von meinem kleinen Permakulturprojekt, dem Peace-Projekt. Und heute möchte ich einfach noch ein kleines Update machen, ein paar Informationen, was ich gerade momentan mache. Hinter mir könnt ihr ein Hügelbeet sehen, das ist so ein klassisches Permakulturelement, wie man eigentlich aus geringem Platz oder zum Beispiel hier ungünstigen Boden, weil unser Boden ziemlich lehmig und verdichtet ist, einfach mal so einen kleinen Hügel aufbaut, wo dann verschiedene Starkzehrer wie zum Beispiel Kürbisse, aber auch Wasser- und Honigmelonen, deswegen baue ich die halt auch an, weil die halt auch sehr gut drauf wachsen und ich mag sie halt recht gerne, bin ja Pro-Veganer und deswegen kann man solche Hügelbeete eigentlich anbauen. Das ist, wie ich es auch so verstanden habe, im klassischen Sinne fast so wie ein Komposthaufen. Also das heißt, dass man eigentlich hier die unterste Schicht, wie ich das jetzt hier gemacht habe, Holzabfälle nimmt. Also ich habe hier Rinde und Holzschnipsel. Deshalb habe ich von hier in der Gemeinde gab es so ein Kurs oder ein Ferienprogramm, wo die Leute aus Holzstämmen Kunstfiguren schnitzen durften. Da habe ich gesagt, hey, kann ich die Reste haben? Haben sie mir einen Hänger hier vors Grundstück gefahren, zwei Berge voll und da habe ich halt die Abfälle genommen. Wichtig ist halt, die erste Schicht kann man auch, Holzabfälle, einfach irgendwas, was halt die Flüssigkeit gut einhält, damit es halt nicht runter in den Boden absickert. Weil das ist zum Beispiel ein Problem von einem Hügelbeet, dass man, wenn man es nicht richtig macht, ziemlich viel gießen muss. Deswegen habe ich hier grobe Rinde und auch dazwischen feine Holzschnipsel, wie bei einem Komposthaufen sozusagen als erste Schicht. In der Mitte möchte ich so einen kleinen Hügel aufbauen, heißt ja Hügelbeet. Und dann habe ich schon mal die erste Schicht hier außenrum angefangen mit Grünschnitt, was ich hier überwiegend von der Gemeinde und von den Nachbarn mitbekommen habe. Da ist auch ein bisschen Blattwerk mit dabei. Und das möchte ich jetzt einfach so nach und nach aufschichten, bis ich einen schönen, guten Hügel habe. Und dann mache ich vielleicht auch irgendwann mal fertigen Humus, Kompost und Pflanzenerde mit reinsetzen und vielleicht oben auch nochmal ein bisschen Sand mit reinmischen, weil das nochmal kurz die Nässe, die Flüssigkeit aufhält und Sand tut zum Beispiel auch Lehmboden ein bisschen aufbessern und Wassermelonen wachsen halt dann auch dort relativ gut, weil er jetzt dann auch schnell warm wird und wie gesagt, ich möchte halt hier Wassermelonen ansetzen. Ja, da bin ich halt hier so ein bisschen momentan dabei. Das sind halt die allgemeinen Vorteile von einem Hügelbeet, weil es halt mehr so die Kompostierung ist, also im Kompostierverfahren simuliert wird, dass man hier auch nicht düngen muss. Also in der Regel kann man Hügelbeete ziemlich auch 3 Meter hoch machen, je nachdem wie viel Aufwand man betätigen möchte. Und da muss man dann nicht mehr düngen, weil es dann hier so Langzeitdünger ist. Also ich weiß nicht, wenn ihr mal in einem Dorf wart oder in einem Dorf lebt, viele Leute tun auch auf ihren Komposthaufen Kürbisse ansetzen oder auf einen Misthaufen oder irgendwie so. Das ist eigentlich so ziemlich das ähnliche Prinzip. Und da gibt es halt auch hier wieder eine Süd- und Nordseite. Die Südseite, das ist halt wieder diese klimatischen Faktoren, die man in der Permakultur mit berücksichtigt. Also in der Südseite ist es dann überwiegend sonnig. Da kann man dann hier so Starkzehrer, die viel Sonne brauchen, wie Melonen, Kürbis, alles sowas ansetzen. Und in der schattigen Seite kann man dann hier Pflanzen ansetzen, die ein bisschen mehr Schatten benötigen und hier nochmal die Feuchtigkeit zusätzlich aufhalten. Wie gesagt, ich finde halt das mit dem Hügelbeet relativ einfach. Da kann man einfach jetzt wie ich, wenn man hier so schlechte Grünfläche hat, einfach mal zusätzlich Beete und Fläche ansetzen. Genau, das war noch ein kurzes Update, was ich hier momentan mache. Vielleicht konntet ihr wieder ein bisschen mehr lernen, was ein Hügelbeet überhaupt ist und wie man es vielleicht mal kurz aufbaut. Da werde ich vielleicht mal einen kleinen Artikel auf meinem Blog auch ein bisschen näher schreiben, wenn ich dann mehr Zeit habe. Und ich hoffe,
ihr genießt einfach die schönen restlichen Sommertage. Ich werde mich noch weiter an die Arbeit machen, mein Projekt weiterbringen. Wir sehen uns in der nächsten Episode von dem Peace-Projekt. Wir sehen uns bis dahin. Ciao. Okay, wir sind jetzt hier beim Schrebergarten und was sich hier alles getan hat, ich habe hier zum Beispiel meine kleinen Wildheidelbeeren reingesetzt, 3 Stück. Die habe ich mir damals im April, glaube ich, oder Mai zugelegt. Die waren damals in einem großen Topf und das ist halt hier auch ein bisschen so ein Moorgebiet, also sumpfig halt auch. Und der Boden ist gut, Feuchtigkeit wird gehalten und daher denke ich eigentlich, dass die Wildheidelbeeren hier ziemlich gut wachsen werden. Mögen halt ziemlich in Halbschatten und in der Früh ist halt jetzt hier ein bisschen Sonne, aber sonst ist halt ziemlich bedeckt. In der Mittagszeit habe ich ja hier die Pflaume, die für Schatten sorgt. Was ich halt hier noch machen muss, wäre vielleicht ein bisschen die Erde abdecken mit Mulchen, aber ich so wie die Blätter hier runterfallen, denke ich, dass die Erde schon den Job nach der Zeit auch selbst erledigen werde. Dann oben habe ich dann schon mal ein paar Bäume gesetzt. Hier an der Seite habe ich zum Beispiel die eine sibirische Kiwi gesetzt. Da habe ich jetzt am Anfang nur eine Tomatenstange hingestellt. Die soll halt dann an der Tomatenstange ranwachsen und dann an den Zaun. Eventuell habe ich noch ein paar Pfeiler von einem Pavillon, die ich dann auch nochmal später anbauen werde, aber die Pflanze ist jetzt relativ jung. Dann habe ich hier die eine Maulbeere gesetzt. Eine Maulbeere und die andere ist hier vorne. Die sind ziemlich weit unten, weil die halt ziemlich groß werden. Und da ist dann hier auch eine sibirische Kiwi, da habe ich eigentlich vor, dass die auch zum Beispiel an der Maulbeere entlang wächst. Dann
weiter oben habe ich dann noch mal eine Kiwi. Das ist eine männliche Adam, die soll dann auch ein bisschen hier an dem Zaun hochwachsen. Und ganz oben habe ich dann die drei Pawpaws gesetzt. Also hier eine. Hier habe ich dann noch eine gesetzt und ganz oben. Und da habe ich schon mal das erste vor mit den einen Bibersteinen, weil es sich halt doch auch um Exoten handelt, wollte ich so eine Art so eine Art Hochbeet mit den Bibersteinen, Ziegelsteinen machen, weil die halt auch die Wärme aufhalten und sollen auch natürlich eine gewisse, also die speichern die Wärme und sollen auch die gewissen Nährstoffe auch anreichern, wenn ich halt hier zum Beispiel Holzabschnitte, Gartenabfälle etc. reinsetze, die sollen halt hier nochmal dafür sorgen, dass die Maulbeeren nochmal gut wachsen. Das ist halt nur eine zweite Verwendung für die Ziegelsteine. Ich bitte auch um Entschuldigung wegen dem Hühnergegacker. Die gehören dem Nachbarn von nebenan. Da kann ich auch nicht viel machen. Wie gesagt, was ich auch vorhabe, ist, dass ich zum Beispiel auch so Baumpaten überlegt habe. Das heißt, dass ihr die Möglichkeit hättet, mir Bäume zu spendieren und ich diese mit euren Namen versehe und zum Beispiel auch ein Schild drauf mache und ich euch dann regelmäßig Bilder zuschicken lassen kann. Und wenn die Bäume dann groß genug sind, damit die Früchte tragen können, dann kann derjenige oder diejenige ihren Anteil von den Früchten auch abholen. Das habe ich mir zum Beispiel so überlegt. Was anderes, was mir halt immer sehr gut gefällt, ist, wenn mich Leute besuchen kommen, dann dürfen sie sich von den jetzigen Bäumen, die ich gepflanzt habe, sich einen raussuchen und den werde ich halt dann nach der Person benennen, damit ich halt so ein Wiedererkennungsmerkmal habe und natürlich auch die Bäume mit einem gewissen Namen ansprechen kann. Genau, also das ist jetzt so in dem Sinne, was ich im Schrebergarten getan habe. Jetzt werde ich nochmal zeigen, was sich alles auf dem Acker getan hat. So, jetzt bin ich hier auf meinem Acker sozusagen, den ich bewirtschaften darf. Und hier habe ich ja jetzt auch einiges gesät. Und ja, da möchte ich einfach jetzt mal zeigen, was bei mir jetzt alles schon mal rausgekommen ist. Einerseits hier der schöne Salatkopf hat überlebt, trotz der vielen Schnecken, weil es hier doch ein recht feuchtes Gebiet ist, haben die Schnecken hier meinen netten Salat verschont. Hier vorne wachsen hier die kleinen Sonnenblümchen als Gründüngung und zum Auflockern des Bodens. Genau wie hier habe ich auch schon mal Sonnenblumen und tatarischen Buchweizen gesetzt, der ist zum Beispiel dahinter. Genau, alles für die Gründüngung, damit ich guten Mulch habe. Hier vorne habe ich dann schon mal weiter gesät. Hier habe ich Winterendivie gesetzt. Den habe ich erst frisch gesät vor einer Woche, aber da war halt das Problem, dass ich wegen der Dürre die Winterendivie nicht so gut rausgekommen ist. Dazwischen habe ich sogar noch ein paar Zwiebeln reingesät, aber die habe ich auch erst frisch rein und das dauert halt noch ein bisschen, bis die rauskommen. Hier hinten habe ich hier vorne auch wieder
Salat gesetzt. Der ist nochmal der von dem Älteren, wie der davor. Und hier habe ich dann auch nochmal Winterendivier reingesetzt. Und hier habe ich dann ein bisschen umgegraben. Genau, also hier in der Fläche, da kommt dann nochmal der Feldsalat raus, sowie ein paar Zwiebeln. Habe ich hier einfach in der Mischkultur reingesetzt und hier weiter vorne habe ich in dem Bereich hier habe ich Radieschen gesetzt. Das müssten die Radieschen sein, Kleinsprossen, und dann habe ich auch noch Winterrüben gesetzt, weiß ich aber noch nicht, wie sie ausschauen und ob sie rausgekommen sind, aber das, da habe ich die Reihe gesetzt, da müssten auch schon mal bald welche rauskommen. Ich glaube, das sind sogar die hier. Genau, dann wenn ich weitergehe, dann habe ich hier um die Kurve vor ein paar Wochen die ersten Radieschen gesetzt. Die sind schon etwas größer. Eigentlich war es so geplant, dass dazwischen rote Beete und Möhren rauskommen. Allerdings ist es so, dass die Möhren wegen der Dürre und der Trockenheit nie richtig Flüssigkeit bekommen haben und sind halt nicht deswegen rausgekommen. So, hier habe ich ein paar Radieschen. Jetzt wird er nochmal ein bisschen mehr durchhacken. Jetzt kommt das ganze Beikraut mehr durch. Hier hinten. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel rote Beete sehen. Also hier an der hinteren Reihe ist die rote Beete rausgekommen. Aber leider sind die Möhren nicht rausgekommen. Dann hinter den rote Beetefeld hier habe ich dann auch nochmal Rüben gesetzt, also nochmal Herbst- und Winterrüben. Da hinten ist, glaube ich, entweder ein Maulwurfshügel oder Wühlmäuse. Ich glaube aber eher Wühlmäuse, weil ich vorne, wo das Auto steht, habe ich ein paar Wühlmauslöcher und Eingänge gesehen. Hier vorne habe ich dann auch nochmal hier Radieschen und Rüben reingesetzt. Da kommen auch schon ein paar raus, ein paar Setzlinge. Dann, wenn wir weitergehen, hier habe ich dann nochmal eine ganze Parzelle oder einem kleinen Feld nochmal Feldsalat reingesetzt. Dauert halt noch ein bisschen. Die Samen haben erst jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr Feuchtigkeit bekommen. Und hier hinten habe ich Brokkoli reingesetzt. Das waren fertige Pflanzen, die ich fertig gekauft habe. Hier nochmal als Gründüngung Sonnenblumen und tatarischen Buchweizen. Und das geht halt dann hier so weiter. Da habe ich mal zum Spaß einfach mal Linsen, als Hülsenfrüchte reingesetzt, damit sie den Boden mit Stickstoff anreichern. Und das habe ich dann hier oben gemacht. Da habe ich angefangen, schon mal alles abzumulchen mit Heu und Stroh, was ich jetzt die letzten Tage mit der Sense niedergemäht habe. Und genau, hier hinten auch nochmal tatarischen Buchweizen. Da auch ein paar Linsen. Und hier habe ich kleinen Fenchel reingesetzt. Das sind auch hier ein paar Pflanzen und die sind auch von den Schnecken verschont geblieben. Und hier hinten in der Wiese, die gehört zwar nicht mehr zu dem eigentlichen Anbaugrund, aber das benutze ich eigentlich ja hier zum Sensen und zum Mulchen halt. Damit ich halt hier immer die nötige Nährstoffe habe und Mulch für meine Beete dann später, damit dann auch hier auch einiges gut wächst und
Zensen macht mir Spaß, ist zwar auch oft anstrengend, aber ist halt gut für die Insekten, für die Umwelt. Weniger Abgase, weniger Lärm. Ich verwende keinen Benzin oder sonstigen Treibstoff und ja, ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber Übung macht den Meister. Also, das war jetzt so ein kleiner Rundgang hier Ende August. Heute ist der 25. August und so schaut es momentan bei mir aus. Es wird dann auch ein bisschen weitergehen, deswegen habe ich gerade momentan nicht so viel Zeit, mich um andere Videos zu sorgen oder auf meinem Blog einen neuen Eintrag zu machen. Wie gesagt, es macht mir einen Heiden Spaß und wir sehen uns einfach in der nächsten Episode von dem Peace-Projekt.